Köff von Bauer Heubel. Ja. Maisfeld. Passt. Luise lebt in einem kleinen Dorf im Westerwald, dessen Bewohner alle etwas eigenwillig sind. In der Verfilmung von Marianna Lickis Bestseller »Was man von hier aus sehen kann« entführt Regisseur Aaron Lehmann das Publikum in einen fantastischen Mikrokosmos. Also folgendermaßen. Ich bin 22 Jahre alt. Immer wenn meine Großmutter von einem Okapi träumt, dann stirbt hier in unserem kleinen Dorf jemand. Marianne! Es geht jetzt nicht darum, die bestmögliche Nacherzählung zu machen. Deswegen wusste ich sehr früh, ich brauche eine andere Erzählstruktur für diesen Film und wollte aber unbedingt die Tonalität, den Marianna Lecky dort eben in ihrem Roman hat, den ich total besonders und außergewöhnlich finde, erhalten. Einige Leute im Dorf fanden, dass es angesichts des nahenden Todes an der Zeit sei, mit einer versteckten Wahrheit herauszurücken. Mich trifft's bestimmt nicht. Das muss ich schon selbst erledigen. Am Mute hängt der Erfolg. Das ist wirklich eins meiner Lieblingsbücher. Das ist unglaublich. Also man lacht so viel und man weint so viel und man ist einfach so nah an diesen Leuten dran und versteht sie. Und ich finde, Marianne holt einfach Situationen aus dem echten Leben und beschreibt die so gut, wie ich sie nie im Leben in Worte irgendwie niederschreiben oder sagen könnte. Erzähl es niemandem weiter, aber ich fürchte, ich habe heute Nacht von einem Okapi geträumt. Bist du dir wirklich sicher, dass es ein Okapi war? Es ist sehr schön und auch sehr bewegend. Also wenn ich dann diese Örtlichkeiten sehe oder auch die ganzen Kleinigkeiten, da habe ich das Gefühl, das Filmteam hat sich irgendwie in meinen Kopf begeben und hat sich da gründlich umgeschaut. Also ganz viel ist wirklich so, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Liebe und Tod. Beides kann man nicht proben, beiden entkommt man nicht. Beides ereilt einen. Wie lange hat der Tod noch Zeit? 11 Stunden. Und wenn er tot so spät kommt? Ach, jetzt ist aber Schluss. Das ist eine ganz spezielle Art von Charme, vom Paralleluniversum auch, von einer in gewisser Weise überhöhter oder verschobener Wirklichkeit, die jetzt nicht märchenhaft ist, aber ein bisschen rausgerückt aus dem Alltag. Was machen Sie denn hier? Ich heiße Frederik, ich komme eigentlich aus Hessen. Dachte, du kämpfst aus dem Nichts. Ja, es ist ungefähr dasselbe. Neben Luna Wedler und Karl Markowitsch konnte Aaron Lehmann auch die deutsche Schauspielikone Corinna Harfuch gewinnen. Sie spielt die Rolle von Großmutter Selma. Das war überhaupt gar keine Frage für mich. Das ist eine große Ehre, dass ich das spielen durfte. Weil halt eine solche Menschlichkeit transportiert wird in diesem Buch. Und eine solche Vision auch, die man selten findet. Warum machst du dir solche Sorgen? Weil ich Angst habe, dass er uns seltsam findet. Der ist auch selber seltsam. Rennt da durchs Unterholz und isst Schokoriegel? Seltsam. Ich kriege oft so Rückmeldungen, dass das Buch was Tröstliches hat. Und das finde ich auch schön. Das ist ja sehr schön, wenn man Leute mit was trösten kann. Aber vielleicht kommt das durch dieses Gefühl von Zusammenhalt in diesem Dorf. Oder jeder hat so ein etwas sperriges Päckchen zu tragen und beim Tragen oder auch beim Ablegen dieses Päckchens unterstützen einen andere und da guckt man vielleicht gerne bei zu. Das Leben ist genauso unglaubwürdig wie ein Okapi. Aber wenn man sich genauer umsieht, erscheint einem ohnehin das meiste im Leben als seltsam. Das warmherzige Porträt eines Dorfes, in dem alles auf wundersame Weise zusammenhängt. Was man von hier aus sehen kann. Du weißt, dass ich dich eines Tages heiraten werde. Wen denn sonst? Ihr müsst alle so dringend etwas Wild hereinlassen.